Hallihallo, ihr Lieben. So, heute mal wieder ein kurzer Clip, eine Fragerunde an euch. Und zwar habe ich mir mal gedacht, ich frage euch mal, was ihr davon haltet oder wie ihr dazu steht, wie ihr darüber denkt oder ob ihr es vielleicht selber schon mal ausprobiert habt. Und zwar geht es um das Thema Rückführung. Habt ihr schon mal eine Rückführung gemacht? Wisst ihr, was es ist? Was kam bei euch raus? Wie denkt ihr darüber? Oder sagt ihr von vornherein, na, jeder, der sowas macht, ist bekloppt und damit will ich auch gar nichts zu tun haben? Ich meine, gut, hier gehen die Meinungen sehr auseinander, ja. Es gibt welche, die finden das sehr wichtig und ganz toll und machen ganz, ganz viele Rückführungen. Und dann gibt es andere, die wiederum sagen, also wer sowas macht, der hat es ja nicht alle. Also wie kann man an sowas glauben? Das ist ja alles Quatsch. Und, und. Aber es gibt auch da den Mittelweg. So wie es überall den Mittelweg gibt. Wie immer bringe ich natürlich auch meine eigene Meinung hier mit ein. Und zwar, ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren eine Rückführung gemacht. Das war in Mannheim, da hatte ich noch in Heidelberg in der Ecke gewohnt. Das war in Mannheim, ich hatte mich über den Herrn auch sehr genau informiert. Weil man muss Tatsache sehr aufpassen. Also wenn man sowas macht, man sollte schon ein bisschen gucken, wie macht er das, wie oft macht er das und. Weil da es gibt leider auch gerade im esoterischen Bereich, ja, im spirituellen Bereich, sehr viele Scharlatane. Genau deswegen ist leider Gottes eben auch ja, der spirituelle Bereich sehr im Verruf, was schade ist. Wie gesagt, entscheidend ist immer der Mittelweg und es sollte sich für euch alles gut anfühlen. Also wie gesagt, ich habe diese Rückführung damals machen lassen und er hat auch das alles aufgezeichnet. Ich habe auch ein Protokoll davon, war auch sehr interessant. Was ich halt auch sehr gut und interessant fand, er hat im Nachhinein das, was man da erzählt, quasi nachgeforscht. Ja, also man kann ja dann nachforschen, haut das hin. Beispielsweise, man erzählt von einem Schloss in England in 1653, keine Ahnung, ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Ja, das, dann kann man ja, er fragt ja dann auch genauer nach, okay, wie hat das ausgesehen, was gab es was Spezielles und so weiter. Dann kann man ja nachforschen und das tut er Tatsache, um eben auch zu gucken, okay, antwortet jetzt quasi nur das Unterbewusstsein und holt eine Geschichte hervor, ja, weil man kann schon auch sehr vieles dadurch steuern, oder kommen Tatsache Erinnerungen. Und das ist das, was ich ursprünglich eben meinte, man muss halt auch gucken, wo man sowas machen lässt, wie derjenige das macht, wie viel Erfahrung der hat und ob man ein gutes Gefühl dabei hat, ob der auch zum Beispiel aufklärt, Menschen mit psychischer Erkrankung macht er zum Beispiel auch nicht. Und wenn das alles passt, kann man natürlich so ein Experiment ruhig einmal machen. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend und ja, das war meine Erfahrung dazu. Deswegen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Habt ihr es ausprobiert? Wie findet ihr es? Wie steht ihr dazu? Hat es euch was gebracht? Oder sagt ihr eben, wie gesagt, ja, damit will ich absolut nichts zu tun haben und das ist eh alles nur Fake und an sowas glaube ich alles gar nicht. Wie ist es für euch und warum? Okay, das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Bye!